Jo Leute, was geht? Dieses Video gibt's jetzt auch auf Türkisch. Geht alle rüber auf meinen türkischen Kanal. Unten in der Videobeschreibung ist es verlinkt. Und lass mal die Abos platzen, Alter. Lass mal die Abos dort platzen, Alter. Und ey, diesen Kanal natürlich auch abonnieren. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Geil. Sag mal, was willst du eigentlich die ganze Zeit von mir? Was soll das? ja, was folgst du mir denn seit heute Morgen? Ja, okay, ich finde dich hübsch. Ich finde dich hübsch. Ich bin verliebt in dich. Hübsch? Verliebt? Ja, ja, ich liebe dich. Was willst du machen? Ich liebe dich. Okay. Okay, liebst du mich auch? Nein. Warum denn nicht, Alter, ja? Gib mir doch wenigstens eine Chance, bitte, Alter. Ich laufe dir seit heute Morgen hinterher. Eine Chance, Alter. Nee. Ich stehe auf echte Männer. Guck dich mal an, wie du aussiehst. Dein Hemd, wie sieht das eigentlich aus? Und du heulst mir hier die ganze Zeit rum. Nee, ganz ehrlich, gar keinen Bock. Ciao. Warum denn, Alter, ja? Wo bleibt sie denn, Alter, ja? Sie sitzt doch da die ganze Zeit. Hey, wo bleibst du denn, Alter, ja? Sie sitzt da die ganze Zeit. Was, wenn sie weggeht? Bernd. Was, wenn sie weggeht? Was ist denn das Mädchen, was ich liebe, sitzt da. Und okay. du verspätest dich. Was, wenn sie von da weggeht? Ja, erzähl doch mal, wer das ist. Ich liebe sie auf jeden Fall. Sie heißt Maria. Okay. Und du musst für mich ein richtig krasses Wort einlegen. Ja, okay. Und was soll ich ihr jetzt sagen? Sag. Was kannst du sagen? Sag, dass ich Playboy bin. Sag, ich bin ein mieser Playboy. Nee, scheiß drauf, Alter. Sag, dass ich jedes Mädchen klären kann, aber dass ich nur sie will. Bist du behindert? Das kannst du doch nicht sagen. Wieso denn? Dass du jedes Mädchen klärst, damit verscheuchst du sie nur. Ja, dann sag irgendwas Gutes, Alter. Sag, dass ich gut rieche oder so. Ja, Tam, ich mach das jetzt. Mach? Okay, ja, ich warte hier, ja? Oh, komm, du schaffst es, ja? Ich kriege dich. Hi. Hi. Wer bist du? Kennen wir uns? Ja, ich bin die Freundin von Tanha, der richtig in dich verliebt ist, weißt du? Ja. Aber jetzt, wo ich dich so angucke, ich muss schon sagen, du bist etwas zu hübsch für ihn. Also ich kann dich verstehen, dass du Nein gesagt hast, weil eigentlich stinkt auch, er ist voll hässlich. So alles, weißt du, ihr passt einfach auch null zusammen. Das habe ich ihm auch gesagt. Ich habe auch gesagt, dass er hässlich ist. Ja, eben. Das passt einfach optisch auch gar nicht. Nee, überhaupt nicht. Nee. Also mit so einem bleibe ich nicht. Ja. Okay, na gut, dann hat mich gefreut, ne? Pass auf dich auf, Sis. Was? Und? Liebt sie mich? Liebt sie mich jetzt auch? Also ich habe wirklich mein Bestes gegeben. Ich habe ihr alles Gute über dich gesagt, aber sie möchte einfach nicht. Sie möchte nicht? Nein, leider nicht. Alter, du hast verkackt! Hä, warum ich? Ja, natürlich du! Ich hab dir gesagt, sag, dass ich Playboy oder so bin! Ich hab dir das alles gesagt, wirklich nur gute Sachen, aber es gibt doch noch tausend andere Mädchen hier. Verpiss dich aus meinem Leben, Alter! Ich will nichts mit dir zu tun haben, verpiss dich! Du verkackst einfach meine große Liebe, Mädchen! Ich hab keinen Bock mehr, verpiss dich! Ich muss auch da lang gehen! Oh.
Was ist los? Warum weinst du? Ich liebe ein Mädchen und sie liebt mich nicht. Sie hat mir einfach einen Korb gegeben, Alter. Keiner kann mir helfen. Kannst du mir helfen? Ja, ich kann dir helfen. Wirklich? Wie denn? Hast du ein bisschen Geld? Dann helfe ich dir. Ich schau mal nach. 10 Euro habe ich nur noch. Ja, eigentlich ist es zu wenig, aber du tust mir irgendwie voll leid, ja. Komm, ich erzähl dir den Plan. Der ist krass! Ja, los! Der ist krass! Geh, okay, los, viel Glück! Mein Gott! Da ist sie! Kommen Sie! Komm, komm! Komm, komm, schneller! Komm, schneller! Komm. Und wie siehst du denn aus, Digga? Wir sind doch hier nicht im Hühnerstall! Was denn, Digga? Zeig mal! Ich schwöre, sieht geil aus! Ach, scheiß mal drauf! Ja, komm mal jetzt! Ich komme dich jetzt retten, meine große Liebe. Super Taihako! Wow! Was war denn das? Das ist meine Tasche. Nein, lass es! Lass es! Nein! Hast du dir die Tasche gegeben? Digga, Mama, bitte langsamer. Du hast Daniel nur wie eine Bombe gegeben. Junge, halt mal deine Fresse, soll doch echt aussehen. Junge, sein Auge ist fast rausgekommen. Okay, das wird auffällig. Sag jetzt stopp. Hast du dir die Tasche gegeben? Ja, ja. Hast du? Bitte schlag. Komm her! Ich schlag dich zusammen! Komm her jetzt sofort! Was los? Junge, wir haben doch gesagt, du sollst dich schlagen, ja? Ja, ich muss doch, das muss doch echt aussehen. Übertreib doch nicht so. Ja, okay, hier, nimm das Geld. Du hast uns richtig zerstört. Jetzt schreit man noch ein bisschen so, ah und so. Hier, nimm das! Ah! Und das! Ah! Und das! Ah! Klaut ihr noch mal eine Tasche? Nein! Okay. Alles wegen dir dort. Junge, ich mach nie wieder sowas, ja. Wo hast du mich reingeholt? Nimm mal diese. Und? Bin ich immer noch nicht dein Typ? Sorry, ich hab dich voll falsch eingeschätzt. Du bist ja ein richtiger Mann. Du bist ja echt mein Held. Ja, ich weiß, ich bin schon ein richtiger Mann, Alter. Was ist mit deiner Stimme? Richtig? Tut mir leid, Alter. Wenn episch wird, dann wird meine Stimme auch so ein bisschen krasser. So. Okay. Auf jeden Fall kriege ich jetzt deine Nummer? Ja, safe. Wir ja? Können uns morgen treffen. Du kannst gleich mal deine Nummer hier eintragen. Okay. Oh mein Gott, das hat einfach funktioniert! Ey, hast du schon mein Video geliked? Gözlerine ona bak biraz, gözlerine ona bak. Gözlerine ona bak biraz und los. Okay. Nein. Wer bist du? Kennen wir uns? Du arrogant.
Wo bleibst du denn, Alter? Ja, endlich bist du da. Was, wenn sie weggeht? Was, wenn sie von da weggeht? Seid, was, wenn sie weggeht? Was, wenn sie weggeht? Lachen. Sag, ich kann jedes Mädchen klären, wenn ich will. Sag, dass ich jedes Mädchen... Alter. Mach. Digga! Meine Tasche! Meine! Digga, mach mal ein bisschen langsamer durch, dann du mies eine Bombe. Digga, mach mal ein bisschen langsamer, bitte. Du hast Danilo mies eine Bombe gegeben. Mann, deine Fresse soll echt hochziehen. Dein Auge ist fast rausgekommen. Du hast dir die Tasche gegeben.